Hallo, ich bin Philipp und das hier ist Nutastisch und wie alle Jahre wieder zeige ich euch dieses Jahr auch ein Unboxing zu Tube Clash Staffel 3 oder auch genannt The Final Clash. Ja, wurde schon ziemlich viel versprochen, was alles so drin sein soll. Ich habe gestern schon mal ein bisschen bei Instagram geguckt, was dann da, wie das Ganze so in echt aussieht und bin gespannt. Hier sieht man es auch schon, eine Menge Papier, freue ich mich natürlich tierisch drauf. Zum einen hätten wir hier einen Tube Clash Umschlag. Vielen Dank für deine Bestellung. Wir wünschen dir viel Spaß mit Hashtag TubeClash. Guck ich erstmal drin, was da so drin steht. So, hier mit einem schönen TubeClash-Logo. Und dann steht einfach nochmal hier noch meine Adresse und meine Zahlung, wie viel ich dafür gezahlt habe. Aber das ist jetzt gerade irrelevant. Ansonsten befindet sich in diesem Umschlag noch eine leicht transparente Karte mit German Let's Play, mit Tuttle und mit... wenn ich jetzt seinen Namen wüsste, tut mir leid, ich habe dann irgendwann aufgehört, die ganzen YouTuber zu verfolgen. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Habe ich schon gelesen, dass man die so ein bisschen als Entschädigung kriegt, weil das Paket ja nicht rechtzeitig ankam. Denn es sollte ja schon seit Juli versendet werden. Seit Juli sollte es schon versendet worden sein. Hat aber leider nicht ganz geklappt, wegen der limitierten Figur, zu der wir natürlich auch noch kommen. Und hier sehen wir es schon, es glitzert uns entgegen. Und, boah. Freue ich mich schon. Hat ein bisschen schönes Gewicht, klackert auch schön. Und ansonsten sehen Sie hier, es ist nichts mehr drin. Dann kann das ja schon mal beiseite. So, das ist die Tube Clash Box. Hier Dark Victory, Hashtag Tube Clash. Nochmal von allen Seiten bewundern. Hier hinten dran alles sehr schön. Dark Victory, The Final Edition. Und hier Copyright. Marike Röder und Produktion und bla. Das ist dann die Rückseite, nochmal hier die Seite von oben. Wir sind die Hashtag Hero Generation, sehr schön. Und unten sehen wir schon The Final Clash, da ist die Final Clash Box drin. Und dann würden wir mal gucken, ob ich hier die Folie auch abbekomme. So, sehr schön eingeschweißt, traue ich mich gar nicht abzureißen. Aber es geht, sehr schön. Ja, das Ding hat, wie gesagt, lange auf sich warten lassen, da Dark Victory eine limitierte Figur noch hinzufügen wollte und diese in China herstellen lassen wollte, auch wegen Produktionskosten, und die haben wohl sehr lange auf sich warten lassen und dann, bis das Ganze in Deutschland ist und beim Zoll. Und die Leute, die das ein bisschen auf seiner Seite verfolgt haben, wissen, wovon ich rede. Finde ich sehr schade, dass es so lange gedauert hat, aber dann gucken wir mal, ob es sich dafür auch lohnt. Kriege ich eine Sache, das Zeug jetzt hier raus. Ich schüttel es mal, denn schütteln geht ja immer alles ganz schnell. So, sehr schön. Das ist die Box vom Inneren, sehr schön, sehr weiß. Richtig schön stabiler Karton. Ich dachte erst, es ist so ein billiger Karton, der gleich zusammenknickt, aber er ist stabil. Den stellen wir mal da hinten in die Ecke. Irgendwie ein Reißzweck gerade runtergefallen. Hier sehen wir The Final Clash, sehr schön gestaltet. Ich hole nachher nochmal die anderen Boxen zum Vergleich, aber packen wir auch gleich aus. Und hier, liebe Freunde, ist nicht nur ein schöner schwarzer Pappkarton, um da so ein bisschen Platzhalter für die anderen Editionen zu lassen. Nein, hier drin befindet sich auch die limitierte Couchman-Figur, die richtig cool und richtig groß aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Figur so groß ist. Gut. Ist jetzt nicht das beste Material, aber sie ist sehr detailreich und ist eine riesige Figur jetzt im Vergleich. Hier seht ihr meine Hand und gut, ich habe auch ein bisschen kleinere Hand, aber ich dachte, das ist jetzt hier so eine Überraschungsei-Figur in der Größe, ne? Also finde ich cool. Ja, das sind so ungefähr die drei Herzstücke und wenn man das hier jetzt noch ein bisschen auspackt, sieht man, was man noch dazu kriegt. So. Schöne Box auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, The Final Clash habe ich nicht komplett geschaut, weil es für mich irgendwie einfach nicht mehr Tube Clash war. Also man hat ja im Prinzip schon mal alles gesehen und es hat mich dann auch nicht mehr so gereizt, zumal ich dann auch die letzten YouTuber nicht gekannt habe, überhaupt nicht. Und deswegen dachte ich, hole ich mir einfach noch die Box, unterstützt Dark Victory und den Rest gucke ich dann einfach nach. Habe ich ja jetzt auch die Möglichkeit. So. Die Box fällt natürlich jetzt vom Inhalt her ein bisschen kleiner aus, dadurch, dass man schon die Couchman-Figur kriegt. Man hatte jetzt ja bei jedem etwas Besonderes dabei. Man hatte als erstes einen Turnbeutel dabei, dann hatte man ein Handykissen und jetzt halt diese Figur. So, dann haben wir hier Final Clash Sticker, nehme ich mal an, hier mit den ganzen Clashern drauf. Auch nochmal hier ein riesen Gruppenfoto, finde ich sehr schön. Ach, hier ist noch ein Sticker, den habe ich einfach mal so übersehen, so wie ich bin.
Dann haben wir hier ganz viele Final Clash Postkarten. Sehr schön. Ich frage mich immer, wer verschickt solche Postkarten? Ich würde sie niemals verschicken, weil ich die einfach viel zu schön finde. Ich habe hier auch noch ein paar von Marvel. Richtig cool. Dann das Booklet, das darf natürlich nicht fehlen, wo nochmal so einzelne Sketchzeichnungen drin sind, einzelne Gedankengänge und irgendwelche Zeichnungen finde ich immer klasse. Also mag ich besonders, wenn das Künstler mit hinzufügen. Vielen Dank, Dark Victory. Dann haben wir mal wieder ein riesiges Poster. Das wurde jetzt die letzten Male auch schon bemängelt, dass die Poster doch etwas klein ausfallen. Diesmal aber im Hochkantformat. Und passt das so drauf? Ja, das passt drauf. Sehr schön, wird natürlich bei mir nicht an die Wand gehängt, weil es optisch einfach nicht hereinpasst. Aber für die Leute, die noch so in dem YouTube-Fieber sind, wie ich vor ein paar Jahren, die werden sich das bestimmt irgendwo hinhängen. Stelle ich auch mal nach da hinten hin. Und dann haben wir hier die Limited Premium Edition Final Clash mit den ganzen Clashern diesmal sogar, oder? Nein? Und so, hier wieder mit 3 DVDs sogar. Diesmal waren das beim letzten Mal auch 3 DVDs, ich weiß es gar nicht. Einmal hier haben wir die ganz normale DVD. Dann, das ist auch die DVD. Fehlt hier nicht noch eine Blu-ray oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Ja genau, hier ist die Blu-ray Edition, das sieht man nicht so ganz. Ja, da hat man halt noch die Specials, Making-of und sowas dabei. Dann hat man hier natürlich noch das Wendecover. Das zeige ich jetzt mal so ein bisschen. Kann man sich aussuchen, was man dann für einen Clash unbedingt vorne dran haben möchte. Mir ist es im Prinzip egal. Bei mir wird das weiterhin in dieser Box gelagert. Sehr schön. DVD passt auch mal so ein bisschen nach da hinten. Und hier die Box, die kommt auch noch da hinten. Das Poster darf jetzt nicht so schön verknicken. Ach so, einen kleinen Nachtrag, den ich noch geben möchte, ist mir nämlich gerade aufgefallen, wo ich die anderen Boxen nochmal angeguckt habe. Dieses Mal ist gar kein originaler Soundtrack dabei. Habe ich da irgendwas verpasst? Ich meine gelesen zu haben, dass er dabei sein soll. Also, wenn ihr einen Soundtrack habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten würde ich es ein bisschen vermissen, weil so ein Soundtrack hat ja die letzten beiden Staffeln immer dazu gehört. Und ja, deswegen wundert es mich, dass jetzt keiner dabei ist. Ja, das ist im Prinzip die Limited Edition. Was jetzt natürlich toll ist, hier haben wir noch Tube Clash Staffel 1 und Tube Clash Staffel 2. So, mit Tube Clash Staffel 3 haben wir sehr schön 3 Boxen, perfekt. Und dazu ist jetzt diese Box gut. Ich habe mir das natürlich ein bisschen anders vorgestellt, dass man die irgendwie in irgendeiner anderen Art und Weise da rein tut. Aber anscheinend tut man sie von unten rein. Und das machen wir doch einfach mal. Dann fangen wir nämlich an, dass wir sagen, wir tun The Final Clash einfach hier hinten rein. Dann Tube Clash Staffel 2 und natürlich Tube Clash Staffel 1. So, mal gucken. So, ihr seht's, die 3 Staffeln passen auch perfekt hier rein. Ja, das heißt, stehen nicht mehr im Weg rum. Gut, bei mir standen sie die ganze Zeit im Regal, sehr schön. Und jetzt sieht man hier die schwarze Box. Finde ich super. Ich muss mir jetzt natürlich noch überlegen, ob ich wirklich nur die schwarze Box in die Ecke stelle oder ob man sich natürlich hier die 3 Staffeln schön nebeneinander irgendwo hinstellt. Aber das ist ja letztendlich jedem selbst überlassen, wie dekorativ er sein möchte. Bei mir ist es so, ich versuche immer mein Regal irgendwie ein bisschen voll zu stopfen, damit es nerdig aussieht. Aber wie gesagt, es ist jedem selbst überlassen und ja, das war mein Unboxing zu Final Clash. Wie fandet ihr denn Final Clash? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende geschaut. Vielen Dank auch nochmal an Dark Victory, dass du dir die Mühe gemacht hast für die Tube Clash Staffel. Und ja, ich verzeihe es dir, dass es so lange gedauert hat. Aber es wäre trotzdem cool, das nächste Mal das ein bisschen anders zu planen. Aber das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tube Clash Marathon, den bestimmt jetzt einige von euch machen werden. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Unboxing oder beim nächsten Nerd-Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.